Team leid getan heute. Nein, du hast es gut gemacht. Ja, es ist halt ungewohnt, ne? Glaube ich schon. Sehr ungewohnt. Mm. Sehr, sehr ungewohnt. Aber okay. Für einen guten Zweck tut man alles. Uschi Glas und Dieter Herrmann sind dieses Jahr unsere Testimonials, worüber wir sehr froh sind, dass wir ältere Testimonials dieses Mal gefunden haben. Denn oft erreichten uns E-Mails und Telefonanrufe von Hörern und Lesern, die sagen, warum wählt ihr immer Testimonials, die so jung sind? Die haben eigentlich noch gar keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Darmkrebsvorsorge. Das ist unrealistisch. Ich war 3 oder 4 Mal schon. Ich war 2 Mal. Das erste Mal bin meine Frau dahin hingeschleppt. Ja. Hingeschubst. Hingeschubst, genau. Genau. Und dann hat es gar nicht wehgetan, schon mal. Nein, kann man nur jedem empfehlen. Es ist so einfach, es ist viel. Es ist eher angenehm als unangenehm, weil man gar nichts davon spürt. Ich finde, es war heute ein ganz toller Tag. Die zwei haben das wunderbar gemacht. Und es war eigentlich immer eine Vorstellung von mir, sie müsste unbedingt bei unserer Kampagne mitmachen. Und jetzt bin ich froh, dass das wirklich geklappt hat und dass sie das so schön hingekriegt haben heute. Soll ich sie hier runterreißen oder wie? Ja, bitte. Wie ist der Plan? Die wollte auch mal ins Bild kommen. Soll ich es halten oder? Ja. Ich denke, wieder. Was macht ihr? Ich nehme es wieder. Ich glaube auch, ja. Schau mal, wie rot er wird. Jetzt haben wir euch. Frau Dr. Mark, könnten Sie noch mal klatschen, weil jetzt habe ich es kurz verpasst. Und das wäre ein schönes Endbild gewesen. Danke. Wer seinen Partner liebt, schickt ihn zur Darmkrebsvorsorge. Denn schon nach 20 Minuten haben sie wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens.